Angst oder an einigen Orten der Stadt Zombie-Sichtungen gemacht. Bitte bleiben Sie in den Häusern und verschließen Sie alle Türen und Fenster. Gehen Sie nicht raus, besuchen Sie keine weiteren Menschen. Bitte bleiben Sie zu Hause, bleiben Sie gesund. Bist du infiziert? Bist du infiziert? Ja, ich brauche Ruhe. Oh mein Gott. Fischi, Fischi, Fischi. Hey, hey, Fischi. Oh mein Gott, was passiert mit dem? Was passiert mit dem? Ich glaube, es ist eine 40-jährige. Fischi! Was passiert? Der hat ihn umgebracht. Er hat ihn umgebracht. Was? Wissenschaftler, komm wieder, Mann, wo bist du? Mäuschen, meine Freunde, falls ihr schon immer mal bei einem Fortnite Roleplay-Video dabei sein wollt oder einfach mal bei meinem Kurzfilm mitmachen wollt, Community, dann lasst jetzt unbedingt ein Abo da, aktiviert die Glocke und liked das Video, Freunde. Ansonsten, Freunde, joint gerne meinem Discord-Server, dort werde ich jetzt immer Leute raussuchen, die bei den Fortnite-Videos dabei sein können. Und ja, Community, lasst einfach, wie gesagt, ein Abo da, liked das Video und aktiviert die Glocke. Ansonsten könnt ihr einen netten Kommentar schreiben, das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr krass freuen, Freunde. Kommt auf meinen Discord und abonniert auch gerne meinen zweiten Kanal. Kuss geht raus. Und jetzt gönnt euch das Video unbedingt bis zum Schluss, Freunde. Oh mein Gott, was? Er hat einfach eine Schweinebacke gekillt. Ey, Onyx, Bro, wir müssen doch schnell hinterher. Schnell. Ich bin hinten drin, Bro. Los. Lass jetzt hinterher, Bro. Der ist da vorne. Der bleibt stehen. Er fährt weiter, Bro. Komm. Ey, da kommen Zombies von den Ecken. Pass auf, da kommen Zombies. Ich hab den einen Zombie. Da ist noch ein Zombie. Oh mein Gott, der ist mutiert oder so. Okay, ich fahr hier rechts. Wir nehmen den jetzt auseinander. Okay, lass ihn outplayen, Bro. Der ist da hinten. Hey, der hat Unfall gebaut, Bro. Genau, los, wir haben ihn gleich. Der ist da vor uns. Vor uns. Nein, er dreht um. Komm. Wir sind hinterher. Nein, ich hab keine Munition mehr, Bro. Dreh um. Er hat uns outplayed. Los, wir müssen hinterher. Ey, komm, wir müssen hinterher. Los. Ey, ich glaub es nicht, Bro. Wie kann man so geklappt sein? Fahr links lang. Los. Fahr durch den Busch. Wir müssen ihn unbedingt kriegen. Wir dürfen ihn nicht abhängen lassen, Bro. Der hat einfach unseren Lehrer gekillt. Er fährt da hoch. Was macht der? So ein Psycho, Mann. Community, wie kann man denn bitte unseren Lehrer killen und dann jetzt fliehen wollen? Komm. Komm weg. Ey, hier sind Zombies. Pass auf, ich höre ganz leicht Zombie-Geräusche. Pass auf. Komm hier rein. Lass jeden Zombie töten. Oh mein Gott, hier sind Zombies. Pass auf. Töte ihn. Okay. Pass auf, Bro. Der ist um. Hier sind ganz viele Zombies drin. Pass auf. Okay. Ich sichere die Räume, Bro. Hier ist kein Zombie. Komm. Los. Ah, hier ist ein Zombie! Okay. Nein, geh weg von meinem Vater! Ey, Zombie. Ey, bleib stehen! Okay, ey, ich sag dir, ich bleib stehen! Was hast du mit der Schweinebacke gemacht, Mann? Was ist mit dir? Ey, ich werde jetzt hier runterspringen, wenn ich sehe, dass mein eigener Sohn mich verraten will. Warum tust du das? Nein, ich werde hier runterspringen. Mein eigener Sohn steht nicht zu seinem Vater. Ey, ich sag dir ehrlich, Mann, du hast unseren Lehrer umgebracht und du sagst jetzt, dass er sich auf deine Seite stellen soll. Komm da einfach runter, du wirst jetzt deine gerechte Strafe bekommen, Mann. Das geht so echt nicht, Mann. Ich komm hier nicht runter. Onyx, was ist los? Nimm die Waffen runter. Vater, komm runter. Nimm die Waffen runter! Ey, Onyx, dein Ernst? Ich werde meinem Vater loyal bleiben. Er hat mich auf die Welt gebracht. Er hat der Schweinebacke getötet, Mann. Ist das dein Ernst? Mir egal, er ist mein Vater. Komm jetzt mit. Ey, Bro, warte mal. Herr Schweinebacke hat uns 8 Monate unterrichtet und du stellst dich ernsthaft auf die Seite deines Vaters, der irgendwie richtig viele Menschen getötet hat und die alle irgendwie infiziert sind. Mensch, was ist eigentlich deine Mission, Vater von Onyx oder wie du heißt? Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir waren immer Kollegen. Wie jetzt? Ich habe euch nur ausspioniert, um die ganzen Daten von euch zu bekommen. Onyx, meinst du das jetzt echt? Welchen Plan verfolgt ihr in Wirklichkeit, Mann? Was ist hier los? Wir brauchen neue Opfer für unser Heilmittel. Euer Heilmittel? Mann, seht's doch einfach ein, Mann. Es wird niemals ein Heilmittel geben. Wir sind verflucht in dieser Welt. Hier sind überall Zombies. Warum könnt ihr nicht einfach der Tatsache ins Auge blicken? Wir werden die Welt erobern mit dem Heilmittel und wir werden dann die Könige der Welt. Ey, bitte, Onyx, Bro, wir kennen uns so lange. Du darfst jetzt nicht die Seite wechseln. Du musst wirklich bei mir bleiben. Dein Vater ist kein guter Mensch. Er hat so viele Menschen ermordet. Runter auf den Boden sofort oder schießt ihn. Boah, mein Bein, Mann. Ist das euer Ernst? Hört auf. Mit runter, komm. Pass mich doch nicht an, Mann. Lass mich los, Mann. Aua. Geh nach vorne. Ja, ich lauf ja schon. Aua. Ey, Community, was für eine Lage habe ich mich da reingesetzt? Ich hätte niemals gedacht, dass Onyx so ist. Und was wollt ihr jetzt machen? Hier greifen ganz viele Zombiehorn gerade an. Ist das euer Ernst? Unten sind lauter Zombiehorn. Ist das euer Ernst? Ihr werdet das zu zweit niemals schaffen, gegen die anzukommen. Das werden wir schaffen. Wir haben viele Waffen dabei. Aua, sofort, Mann. Komm jetzt mit. Ah, mein Schulter, Mann. Die sind hier vorne direkt. Man hört doch schon die Geräusche. Oh mein Gott. Lasst mich euch helfen. Wir müssen rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Community, ich muss hier weg. Die sind da unten richtig krass am Fighten. Was ist da los, Mann? Warte, ich muss denen helfen. Warte, da kommt noch ein Zombie. Was ist mit dem? Ah, aua, der hat mich gebissen. Nein, Freunde, ich wurde gebissen. Nein, das dürfen die nicht sehen. Das dürfen die ja nicht sehen. Okay. Alles gut. Der hat mich nur gebissen, Freunde. Das ist nur ein Kratzer. Habt ihr die ganzen Zombies? Ja, mein Vater ruht sich gleich kurz aus. Er kommt gleich wieder. Wo ist dein Vater hin?
Er ist kurz aufs Klo gegangen. Er muss sich das Blut vom Gesicht waschen. Okay. Ich wurde nicht gebissen, falls du das denkst. Okay, alles gut, Mann, alles gut. Stell dich in die Ecke, sofort. Ja. Ey, Onyx, bitte, Bro, du musst auf die gute Seite kommen. Schau mal, hinter uns kommen Zombies, Mann, hinter uns kommen Zombies, Bro. Töte sie. Das sind viel zu viele, Mann. Los. Oh mein Gott, ich hab ihn. Oxy, drop jetzt deine Waffen, sofort. Ey, Onyx, wir sind in einer Zombie-Apokalypse. Ich kann euch meine Waffen freilassen. Ist mir scheißegal. Runter mit den Waffen. Bitte, Mann. Ey, Vater von Onyx, soll ich ernsthaft jetzt die ganzen Waffen droppen? Ihr wisst selber, hier sind überall Zombie-Horn und sowas. Ja, okay, ich droppe sie. Ist mir egal, runter mit den Waffen jetzt. Ja, okay, ich hab sie gedroppt. Komm mit. Wir werden jetzt viele Experimente an dir durchführen. Es wird nachts, ihr wisst selber, dass jetzt bei Nacht diese komischen Würfel-Zombies kommen. Steigt ins Auto. Ja, okay, ich steige jetzt schon ins Auto. Es kommt alle rein, Wo werdet ihr mich hinbringen? Wir müssen jetzt in unser Labor, sonst schaffen wir es nicht mehr. Okay, aber was sollen wir mit ihm machen? Wir lassen ihn hier liegen. Okay, aber können wir ihm bitte eine Waffe hier lassen, weil ich habe echt viel mit ihm erlebt, Mann. Und ich will ihn jetzt nicht einfach hier ledig verrotten lassen. Willst du ihn umbringen? Nein, das können wir nicht machen. Ich lasse ihm eine Waffe hier, bitte. Ja, okay. Okay, mach das. Aber wir müssen schnell hier weg, weil die Luft wird unrein. Ja, okay, komm schnell. Wartet. Oh, Freunde, was ist hier nur passiert, Mann? Wie lange liege ich hier schon? Oh, wo bin ich, Mann? Wo haben die mich hingebracht? Freunde, wo bin ich hier? Warum liegt hier eine Pistole herum? Was? Die ist voll geladen, Magazin bereits voll. Community, wo haben die Leute mich hingebracht? Aua, was sind das für Schaden an meinen Armen? Aua, ich verblute, glaube ich. Ey, wo sind die, Mann? Ich hätte das niemals von Onyx erwartet. Was? Ah, ich bin in dieser einen verrückten Welt. Da hier sind überall draußen Zombies, Freunde. Wie soll ich das denn bitte überleben? Ey, Mann, die haben mich in irgend so ein Haus reingebracht und mich hier liegen lassen auf der Couch. Warte, was habe ich hier? Ich habe hier noch ein... Nee, da lag noch eine MP. Okay, sehr gut. Ist hier noch sonst irgendwas? Nee, hier ist gar nichts. Hier ist sonst auch gar nichts. Ich guck mal, ob in den Taschen irgendwas gelassen wurde. Ist hier noch Fleisch? Die haben das Lama ohne mich einfach gegessen. Aua, Freunde, ich habe überall Schmerzen. Okay, ich muss hier unbedingt raus, Mann. Kommt her, Zombies, Mann. Ich habe keine Angst vor euch. Kommt her. Freunde, ich muss unbedingt das Labor finden, wo auch immer die sind, Mann. Was ist das für eine... Warte, hier ist hier überall alles kaputt, Mann. The End is Night. Oh mein Gott, Mann. Was ist hier los? Ist hier irgendwas in der Mülltonne? Ich hätte das niemals von Onyx erwartet, sag ich euch. Ich habe so viel mit dem erlebt. Lässt mich jetzt einfach alleine. Mann, help. Warte, was ist hier hinten? Und wir sind in irgendeiner überlebenden Stadt oder so etwas. Wir müssen auf jeden Fall jetzt das Labor finden und müssen versuchen, mit dem Professor zu sprechen, beziehungsweise mit Onyx ihn umzustimmen. Das muss hier doch irgendwo sein. Ich kann mich an den Ort noch erinnern. Wir waren hier doch schon mal. Das muss hier irgendwo auf jeden Fall sein. Warte, das ist doch der Eingang zum Labor. Also Community, ich würde sagen, ich schleife mich hier mal ganz leise entlang. Kann ich eintreten? Such mal. Ich bin drinne. Okay. Compartement 1, okay. Die stehen da vorne. Da hinten ist der Onyx. Warte, wir hören mal zu, worüber die gerade reden. Vater, was sollen wir jetzt machen? Wir müssen irgendwie ein Heilmittel finden. Ja, wir haben ja noch eine Testperson. Den Infizierten, an dem können wir experimentieren. Aber was wollen die machen? Ja, okay, ich gehe dann zu ihm und schau, wie es ihm geht. Freunde, sein Sohn hat ihn allein gelassen. Das ist unsere Chance. Wir können ihn jetzt angreifen. Ey, auf den Boden. Sei leise. Auf den Boden. Auf den Boden, Mann. Komm mit. Wer bin ich? Okay. Ich hab dich alleine gelassen. Ja, ich habe überlebt tatsächlich. Komm mit, Mann. Komm mit. Du wirst mir jetzt alles erzählen von A bis B, was ihr hier vorhabt. Wir experimentieren an einem Heilmittel. Und wieso habt ihr mich da alleine gelassen? Ist das euer Ernst? Wir hatten keine Chance, anders hier hinzukommen. Sag jetzt einfach die Wahrheit, Mann. Was willst du, Mann? Was ist los mit dir? Ach, ich sag dir ganz ehrlich, Mann. Wir sind für den ganzen Zombie-Virus verantwortlich. Ich und mein Sohn, wir haben seit 10 Jahren an einem Zombie-Gift geforscht. Und jetzt haben wir es entwickelt. Es ist aus Versehen von uns ausgebrochen in die Luft hier. Und dann wurden alle infiziert. Ist das dein Ernst, Mann? Also bist du für den ganzen Zombie-Mist hier verantwortlich, oder was? Ist das dein Ernst, Alter? Weißt du, wie viele Menschen gestorben sind und du hast nicht mal ein Stück Reue? Sei leise. Wir werden noch mehr Gift entwickeln, der noch schlimmer ist als dieser harmlose Zombie-Gift. Ey, Mann, ich glaube es nicht, Mann. Was ist bitte mit dir? Ganz ehrlich, geh auf den Boden, Mann. Geh auf den Boden. Aber was ist das eigentlich für eine unreine Luft hier, Mann? Mach dir mal sauber, lüftet hier mal ein bisschen. Wir können das nicht, sonst wären wir auch zu Zombies. Also wenn man einmal hier die richtige Luft von draußen einatmet, dann wird man zu Zombies, oder was? Ja. Mein Gott, nein, Community, ich habe draußen die Luft eingeatmet und ich wurde vorhin auch von einem Zombie gebissen. Das dürft ihr auf keinen Fall wissen. Du wirst jetzt erstmal hier bleiben. Stell dich in die Ecke. Na los, ab. Ich werde mich jetzt um deinen Sohn kümmern, Mann. Ich hätte das niemals von diesem Onyx erwartet. Was macht der da drin überhaupt, Vater? Warte mal, was ist... Das ist dieser eine von vorhin, den ich vorhin gesehen habe. Der war doch irgendwie so, dieser eine mutierte Zombie da. Warte, ich schau mal, was Onyx mit dem gerade beredet.
Na, wie geht's dir, mutierter Zombie? Kannst du noch richtig reden? In die Ecke, in die Ecke, in die Ecke. Mein Gott, was ist bitte mit dem? Ruhig. Mein Gott, was bitte mit dem? Der ist irgendwie komplett infiziert oder so. Warte, ich hör mal zu, was der sagt. Du kommst bald in die nächste Phase. Und dann wirst du zum richtigen Würfelzombie. Und dann werden wir die ganze Welt infizieren. Ey, Onyx, ich bin hinter dir, Mann. Was ist hier los? Was ist hier los, Mann? Was machst du mit dem armen Typen? Wir werden die ganze Welt... Onyx, jetzt redet du auch nicht von diesem blöden Mist, Mann. Geh in die Ecke. Na los, ich knall dich sonst ab. Ich sag dir ehrlich, letzte Chance, Mann. Ey, ist alles gut mit dir? Hallo, kannst du mich hören? Warte, du siehst genauso aus wie ich. Ja. Weißt du, wer das machst ist? Du? Wer ist das, Mann? Das ist dein Zwillingsbruder. Bruder, geht's dir gut? Was haben die mit dir gemacht, Bruder? Ich werde dich retten, okay? Ich werde dich retten. Ey, ist das dein Ernst, Mann? Du hast meinen verschollenen Zwillingsbruder gefunden, hast mir nichts davon gesagt. Wir waren 8 Monate zusammen auf Flucht. Es ist mir echt egal. Ich wollte mich nur ein bisschen ausbilden, damit ich meinem Vater mehr helfen kann. Ich werde die ganze Welt damit erobern. Ey, Bruder, wir werden hier rauskommen, okay? Wir werden hier rauskommen. Ey, ich werde hier niemals rauskommen. Was habt ihr gemacht, Mann? Ihr habt meinen Bruder zum Zombie gemacht. Schaut mal, wie er aussieht. Er ist irgendwie... Du weißt schon, wir haben bemerkt, dass du eine Wunde hast an deinem Arm. Du wirst auch bald mutieren. Nein, ich werde kein Zombie. Du wirst genauso wie dein Bruder. Ich werde niemals ein Zombie, Ecke, Mann. In die Ecke. Ja. Okay, ich gehe schon in die Ecke. Ey, Bruder, geht's dir gut? Kannst du mich hören? Bruder, bitte rede mit mir. Schau mal, er beißt dich nicht, weil du auch zum Zombie wirst. Ey, bitte, Onyx, du musst doch irgendwie was tun, Mann. Du darfst mich nicht sterben lassen, Bro. Wir kennen uns doch schon so lange. Doch, wir werden dich sterben lassen. Ist mir echt egal. Ey, gut bitte. So, Junge, gut so. Werdet ihr mich hier jetzt einsperren, oder was? Ja. Okay. Schlaf dich ruhig aus. Morgen wird viele Experimente mit dir gemacht. Ja, und dann wirst du schön Fieber bekommen. Und dann... Oh Gott. Ey, Bruder, kannst du mich hören? Geht's dir gut? Ja, hilf mir. Ey, Bruder, was haben die mit dir gemacht? Die haben mich infiziert mit so einem Kuschelgift. Leg dich aufs Bett, okay? Ich werde dich retten. Ich verspreche dir, Mann. Ich werde die ausschalten. Die haben mir nicht mal meine Waffen abgenommen, die Idioten. Geil, Freunde, ich würde sagen, wir legen uns jetzt einfach hin. Ich bin eh komplett müde. Ruh dich aus, okay, Bro? Oxy, wach auf. Was ist hier los, Mann? Ich habe mich in der Nacht einfach übergeben. Ja, Onyx, was ist los? Ich werde dich hier rausbringen. Es tut mir echt leid. Ich werde dich hier rausbringen mit deinem Bruder. Ich habe Heilmittel für dich und deinem Bruder. Bruder, steh auf, Bruder. Bruder, steh auf. Komm, wir sind frei, Mann. Komm mit, wir kommen hier raus, okay? Komm mit, Bruder. Komm, ich bring euch hier raus. Woher der Sinn ist, Wandel, Bro? Warum willst du uns jetzt befreien? Ich habe gehört, was mein Vater machen will. Er will mich auch damit infizieren. Der will dich auch infizieren, was? Ja. Ich sag er schläft noch da hinten. Wir müssen fliehen. Okay. Ey, aber ich muss ihn töten, Mann. Auch wenn er dein Vater nein. ist. Nein, das kannst einzige, du nicht tun, Mann. Ist das Einzige, was wir machen tun. Können. Okay, komm mit. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Komm mit, wir müssen hier jetzt rausfliehen. Komm. Schnell. Gut, lass uns fliehen, okay? Tschüss. Komm. Weißt du denn, wie wir zurück in unsere Stadt kommen? Ah, ist ja, morgens geworden. Ich kenne ein Flugzeug. Damit können wir einsteigen. Okay, komm, lass uns fliehen. Ey, Bruder, ist alles gut mit dir? Musst du dich übergeben? Warte, ich trage ihn. Komm, wir müssen jetzt weg. Okay, komm, schnell. Wir müssen weg. Komm. Community, wir müssen auf jeden Fall ganz dringend weg, Freunde. Ich würde sagen, falls ihr den Teil 4 wollt, lasst unbedingt jetzt ein Abo und ein Like da. Ey, Onyx, ich bin echt stolz, dass du wieder auf unserer Seite bist, okay, Bro? Ja. Komm, wir müssen jetzt fliehen. Der Vater ist da! Komm, renn! Oh mein Gott! Schnell weg! Vater, bitte! Nein!